Herzlich willkommen wieder zu unserer Sondersendung Spezial 30 Jahre Deutsche Einheit. Und wir stellen diese ganze Woche Personen vor, die dabei waren und Personen, die darüber geschrieben haben und analysiert haben. Und dazu ist heute bei mir die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts, des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, Susanne Dehner. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Sie haben quasi das Wort von Willy Brandt kurz nach dem Mauerfall umgesetzt und nachgemessen. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Und Ihre Frage ist, wo Deutschland nach 30 Jahren zusammengewachsen ist. Das ist keine Frage, sondern Sie stellen was fest. Ja, wie sind wir denn in 30 Jahren zusammengewachsen? Wir sind weit zusammengewachsen, würde ich sagen. 30 Jahre sind ja auch eine lange Zeit. Wir haben uns, die Studie heißt Vielfalt der Einheit, also wir haben uns auch 30 Jahre 30 Themen vorgenommen, die wir uns angeschaut haben, weil wir denken, Einheit betrifft ganz viele Lebensbereiche. Die Bekannten vom Einkommen, vom Arbeitsmarkt, von Vermögen, wirtschaftliche Entwicklung. Aber dann haben wir uns auch angeschaut, wie wohnen die Menschen, wie ist es auf dem Wohnungsmarkt, Religion, sportliche, kulturelle Vorlieben und wir sind ein Institut der Demografieforschung, also ganz viele demografische Fragestellungen. Wo wohnen denn die Reichen? Die Menschen mit den höchsten Einkommen wohnen weiter im Süden des Landes. Also in Westdeutschland? In Westdeutschland, ja. Hat sich da überhaupt nichts verändert? Gibt es keinen einzigen Millionär im Osten? Es gibt bestimmt einen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht die Millionäre gesucht. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wer in Potsdam wohnt, vor den Toren Berlins, ich glaube, da ist schon der eine oder andere Millionär dabei. Mehr als in Berlin. Ich weiß aber leider nicht, wie viele es sind. Nein, was wir sehen, die Einkommen, also das verfügbare Einkommen, eine statistische Größe, ist im Osten tatsächlich 30 Jahre nach der Einheit noch geringer. 14% weniger haben die Menschen im Osten im Schnitt zur Verfügung. Aber wenn wir es regional noch weiter runterbrechen, sehen wir, dass die Differenzen zwischen einkommensstarken Kreisen und armen Kreisen gar nicht mehr unbedingt Ost-West sind, sondern also zur Jahrtausendwende waren es alles Ostkreise und kreisfreie Städte, wo das geringste Einkommen erzielt wurde. Inzwischen sind Gelsenkirchen und Duisburg die Städte, wo deutschlandweit das geringste Einkommen erzielt wird. Das ist das erste Interessante Ihrer Studie. Das heißt, die Armut ist nicht nur im Osten vorhanden, sondern sogar im Westen stärker in bestimmten Bezirken. Genau, oder dort steigt das Einkommen nicht weiter, während es im Osten leicht dann doch noch weiter steigt. Also die, was wir in ganz vielen Bereichen gesehen haben, die Differenzen verschwinden nicht komplett. Es gibt immer noch Unterschiede, aber es ist oft nicht mehr entscheidend, ist es Ost-West, sondern eine strukturschwach oder prosperierende Region oder Stadt oder Land. Es sind auch Unterschiede sichtbar. Und was, um nochmal auf das Einkommen zurückzukommen, also die einkommensstärksten Kreise deutschlandweit, da ist auch das Einkommen in den letzten 20 Jahren am stärksten gestiegen. Deswegen wird die Kluft auch größer. Wieso haben wir es denn nicht geschafft? Ich sage bewusst wir, weil ich komme aus Westdeutschland und ich höre an Ihrer Stimme, Sie kommen aus dem ehemaligen DDR. Ja. So, wir insgesamt nicht geschafft, in Ostdeutschland ein Wirtschaftsgefüge zu schaffen, mit aber und aber Milliarden, die ja da reingeflossen sind, die das Wirtschaftsleben gleich gemacht hat, auf allen Ebenen. Das heißt, Sie sagen, im Schnitt ist 14% das Einkommen niedriger als im Westen. Wieso ist das 30 Jahre nach der Einheit immer noch so? Das sind strukturelle Gründe. Wir finden halt in den ostdeutschen Ländern sehr viel weniger Großunternehmen. Und Großunternehmen gelten Unternehmen mit 250 und mehr. Ja, Lufthansa hätte ja hier wieder herkommen können, ist hier gegründet. Wir haben in der Studie zum Beispiel auch das Beispiel Carl Zeiss aus Jena, ein Unternehmen, was in Jena gegründet wurde und aber zur Zeit der Trennung, als die DDR und
die Bundesrepublik gegründet wurden, ist es umgesiedelt nach Baden-Württemberg. Und dort ist es bis heute geblieben und nicht nach Jena zurückgekehrt. Und wir haben kurz, ja. Und diese Konzernzentralen gibt es, der 500 größten deutschen Unternehmen sitzen halt hauptsächlich in Westdeutschland weiterhin und nicht in Ostdeutschland. Und dort, genau, werden höhere Einkommen erzielt, dort sind Forschungsabteilungen, dort sind die Leitungsabteilungen und in den großen Unternehmen werden höhere Einkommen erzielt. Also 8% der Ostdeutschen arbeiten in diesen Großunternehmen, 8% der Beschäftigten in Ostdeutschland, aber 23% der Beschäftigten in Westdeutschland. Und das ist, also die ostdeutsche Wirtschaft ist kleinteiliger und das also ist ein... Hätte man eigentlich verfügen müssen im Einigungsvertrag, die Unternehmen, die im Gebiet der ehemaligen DDR mal gegründet wurden, haben sich zurückzusiedeln. Wir haben ja eine freie Marktwirtschaft. Ich glaube, das ist auch schwierig, da zu sagen, jemand muss sich umsiedeln. Ja, also hätte etwas verändert. Vielleicht hätte es etwas verändert. Es ist ja trotzdem, also Wirtschafts- also Ökonomen sagen ja auch, also das, was die Wirtschaft im Osten lag ja quasi brach und es musste von null sich wieder aufbauen und was da passiert ist, ist ja auch ein großer Schritt. Also es ist ja auch sehr viel passiert, um die Wirtschaftskraft, ich glaube um 125% gewachsen seit Anfang der 90er Jahre. Ja, wenn man und, null annimmt als Beginn, was man getan hat, man hat ja generell gesagt, die ganze Industrie der DDR Schrott. Müssen wir alles neu machen. War das richtig, dieser Ansatz, oder war das falsch? Das habe ich ehrlich gesagt nicht in der Tiefe untersucht. Und richtig und falsch kann ich, möchte ich auch gar nicht jetzt hier endgültig mich festlegen. Ich denke, die Wirtschaft musste sich auch verändern und da musste ganz viel der Unternehmen waren nicht mehr wettbewerbsfähig und es war ein sehr harter Einschnitt und aber was wir in den letzten Jahren ja auch gesehen haben, zum Beispiel das Thema Arbeitslosigkeit, was wir in den 90ern bis Mitte der 2000er Jahre ja hatten und im Osten es bis zu 20% angestiegen ist, die Arbeitslosigkeit, die ist ja seit 2005 immer weiter rapide gesunken. Das heißt, in Ost und West. Es geht langsam voran. Es geht auf alle Fälle voran. Und vor Corona war die ostdeutsche Arbeitslosigkeit lag bei 7%, im Westen noch etwas niedriger, bei 5%. Aber trotzdem, das sind Zahlen, vor denen wir vor 15 Jahren geträumt hätten. Und Sie haben 30 Felder untersucht, 30 Einheit, 30 Felder. Was hat Sie am meisten erstaunt? Das Thema heißt ja, wo Deutschland nach 30 Jahren zusammengewachsen ist. Genau. Also ist, wir haben passiert. Ist ja. Also was wir zum Beispiel, was auch einen großen Einbruch in Ostdeutschland gebracht hat, war natürlich demografische Themen, die Kinderzahl. Es gab die neue Freiheit, die Leute waren verunsichert Anfang der 90er Jahre. Auf einmal ging die Kinderzahl pro Frau auf einen historischen Tiefwert von 0,8. Mitte der 90er Jahre ist sie gesunken und entsprechend wenig Kinder kamen zur Welt. Und was wir gesehen haben, als diese erste Euphorie und aber auch die ersten Verunsicherungen vorbei waren. Man dachte damals, die Frauen kriegen jetzt auf einmal keine Kinder mehr. Nein, das stimmt nicht. Sie haben es einfach aus, genau. Es ist also wieder angestiegen, hat sich angeglichen und inzwischen Deutschland erlebt ein kleines demografisches Zwischenhoch, sagen wir auch. Einen kleinen Babyboom hat er in den letzten Jahren Deutschland erlebt. Und von den deutschlandweit liegt jetzt die Kinderzahl pro Frau bei 1,54. Und im Westen höher oder im Osten höher? Ungefähr gleich, aber wenn wir es wieder regional runterbrechen, sind 17 der kinderreichsten 27 Landkreise liegen im Osten, wo die, und kinderreich nennen wir dann, das sind Landkreise, wo die Frauen 1,8 und mehr Kinder bekommen. Also da ist zusammengewachsen.
da ist auf alle Fälle was zusammengewachsen. Und, oder wo wir sehen, Wanderung, Umzugsverhalten innerhalb Deutschland, Binnenwanderung, auch das bis Mitte der 2000er, die große Abwanderung Ost, also junge Menschen vor allem gingen vom Osten aufgrund der fehlenden Arbeitsplätze, am Anfang auch natürlich aufgrund der neuen Freiheiten von Ost nach West. Und auch das ist inzwischen ausgeglichen. Also es gibt nicht mehr die Abwanderung, sondern so viele wie von Ost nach West umziehen, ziehen auch von West nach Ost um. Also normal, wie wenn man von Schleswig-Holstein nach Bayern gezogen wäre. Genau. Das heißt, die Unterschiede sind gar nicht mehr im Bewusstsein. Genau, jedenfalls nicht zwischen diesen zwei Landesteilen, diesen zwei ehemaligen Landesteilen. Und wo gerade wachsen und schrumpfen und trotzdem, also das Umzugsverhalten ist eher heute eine Generationenfrage. Junge Leute gehen in die Städte und verlassen die ländlichen Regionen, und das sehen wir halt im Osten genauso wie im Westen. Und die Städte wachsen und boomen und platzen aus allen Nähten vielerorts. Wir sehen es ja auch in Berlin immer ganz deutlich. Und ländliche Regionen müssen immer mehr damit umgehen, dass sie immer mehr junge Leute verlieren und stärker altern. Und was wir aber, und da sind wir irgendwie zusammengewachsen in diesen demografischen Trends, was wir aber sehen, die 90er Jahre oder die 2000er Jahre haben so tiefe Spuren hinterlassen in der Bevölkerung, in der Bevölkerungsstruktur, dass der Osten weiter Vorreiter des demografischen Wandels bleibt. Was das heißt, darüber reden wir gleich nach einer kurzen Werbepause mit Susanne Lehners, die ist vom Berlin-Institut für Entwicklung und Bevölkerung und Entwicklung, und sie haben 30 Jahre, 30 Themen untersucht, wo Deutschland, wie es so schön heißt auf ihrem Cover, nach 30 Jahren zusammengewachsen ist. Kurze Pause, dann sind wir wieder da. Bis gleich. Herzlich willkommen wieder. Wir sind zurück in unserer Sendung 30 Jahre Deutsche Einheit. Und bei mir ist als Gast Susanne Dehner. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Sie haben eine Studie gemacht, wir haben darüber schon gesprochen. Was ist Ihnen denn besonders aufgefallen, wo Sie gesagt haben, das hätte ich nicht gedacht, oder das muss doch ganz anders sein? Also was, um vielleicht das von vor der Pause nochmal fortzusetzen mit dem demografischen Vorreiter Ostdeutschland, was uns auch ein bisschen oder überrascht hat, oder was man sieht, es werden wieder mehr Kinder geboren, die Abwanderung Ost ist gestoppt und trotzdem schrumpfen die ostdeutschen Regionen stärker, und wir haben auch eine Bevölkerungsprognose bis 2035 gerechnet im letzten Jahr und sehen, dass die am stärksten schrumpfenden Regionen, also die Regionen, die am meisten Einwohner bis dahin verlieren werden, alle in den neuen Ländern zu finden sind, nicht mehr neu. Das ist, ne? Also der Zuwachs geschieht nur in die Städte und nicht also aufs genau. Land, und wo man das ist aber auch eine, kaufen könnte. Es ist aber auch eine Folge dessen, dass halt wenig Kinder geboren wurden in den 90er Jahren, viele junge Leute weggegangen sind. Dadurch fehlen einfach die potenziellen Eltern. Und wir hören jetzt, wie wir so schön sagen, das demografische Echo. Und lange Zeit wurde ja gesagt, Deutschland schrumpft, Deutschland verliert. Ja, stirbt aus. Stirbt aus, genau. Und die hohe Zuwanderung der letzten Jahre hat aber dazu geführt, dass wir heute mit 83 Millionen, etwas mehr als 83 Millionen Menschen, mehr als je zuvor Menschen in Deutschland leben. Aber die neuen Bundesländer haben dafür, ich kann es nochmal wiederholen, einen wesentlichen Anteil. Es werden mehr Kinder im Osten geboren als im Westen. Pro Frau, aber nicht in absoluten Zahlen, und daher müssen wir sehen, weil wenn es weniger Mütter, weniger Frauen gibt, sind es in absoluten Zahlen auch weniger erstmal. Und sie können halt diese mehr Kinder nicht die Lücken schließen, die entstanden sind. Und um diese, was aber wächst gleichzeitig, wir sehen die am stärksten
schrumpfenden Region im Osten und gleichzeitig die Stadt deutschlandweit von allen 401 Kreisen und kreisfreien Städten ist Leipzig die Stadt, die am stärksten Einwohner hinzugewinnt, am stärksten wächst, also ein Magnet ist. Und von allen Städten in ganz Deutschland? Also von den, genau, also kreisfreien Städten. Ja. Also wir haben 401 Kreise und kreisfreie Städte und Leipzig ist momentan und auch in unserer Prognose total die Stadt, die am meisten Einwohner hinzugewinnt. Und da sehen wir halt nochmal diese Unterschiede Ost-West, sind nicht verschwunden, aber Unterschiede wie Stadt-Land gewinnen immer mehr auch an Bedeutung oder an Gewicht. Die überlagern Ost-West. Wo ist denn für Sie ein Schwerpunkt zu sagen, da müssen wir gegensteuern, da ist eine Entwicklung im Gange, die ist ungesund, weil das Verhältnis Ost und West da besonders signifikant ist, negativ gesehen. Gibt es sowas? Also gar nicht Ost-West tatsächlich mehr. Tatsächlich dieses, also was wir perspektivisch brauchen, wir brauchen einen Ausgleich zwischen oder müssen schauen, wie ein Ausgleich geschaffen werden kann zwischen prosperierenden und strukturschwachen Regionen, zwischen urbanen Zentren und ihrem Umland, die Menschen anziehen, die Unternehmen anziehen, die Wissen anziehen und den Regionen, die fernab dieser Metropolen liegen und wo Leute weggehen, wo Infrastruktur wegbricht, wo Daseinsvorsorge immer weniger aufrechterhalten werden kann. Also das ist was, was wir angehen müssen und was ja jetzt auch die Bundesregierung mit dem Wegfall des Solidarpakts Ost-West, sondern dass jetzt Regionen speziell auch gefördert werden sollen. Also dass es nicht mehr Himmelsrichtung abhängig ein ist. Ein Thema erregt die Leute ganz besonders, nämlich die Renten. Sie sagen, merk schon. Sie sagen, warum kriegen wir 30 Jahre nach der Einheit immer noch weniger Rente als im Westen? Ist das begründbar oder ist es begründet? Oder woher kommt das? Oder kann man den Leuten sagen, ja, aber in 10 Jahren, dann ist es vielleicht ausgeglichen. Wieso hat das nicht funktioniert in 30 Jahren? Als Ökonom kenne ich die Regeln. Genau, ich muss zugeben, mit den Renten habe ich mich so tief gar nicht beschäftigt in unserer Untersuchung jetzt, weil wir irgendwie 30 Themen abdecken wollten und die Renten sind so ein bisschen brauchen viel Aufmerksamkeit und natürlich geringere Einkommen heißt, was wir ja schon hatten am Anfang, heißt auch, dass Renten niedriger sind und auf alle Fälle, da muss ich wie beim Einkommen irgendwann wäre es gut, so wenn sich genau, ja, das ausreicht. Aber was wir zum Beispiel sehen, was ich auch ein Thema finde, wo wir mal sagen, der Osten hat dem Westen auch als Vorbild gedient, kommen wir von den Renten, ostdeutsche Frauen, ostdeutsche Rentnerinnen bekommen mehr Rente als ihre westdeutschen. Weil sie auch länger gearbeitet haben. Genau, sie haben mehr gearbeitet, sie haben gearbeitet und haben länger gearbeitet natürlich dadurch und es war selbstverständlich, auch mit Familie und mit Kindern berufstätig zu sein. Und dieses, ich sage jetzt mal, Lebensmodell, Familienbild, dass es für Mütter natürlich gehen kann, auch Kinder zu haben und einer eigenen Berufstätigkeit nachzugehen, das hat irgendwie der Osten dem Westen vorgemacht. Und inzwischen liegen die Beschäftigten, Erwerbstätigenquote von westdeutschen Frauen bei 72%, von ostdeutschen nur noch knapp drüber, 74%. Ja. Also und da ist alles zusammengewachsen. Da ist total was zusammengewachsen. Und wir sehen, oder es ist, der Westen ist dem, sage ich jetzt mal, dem ostdeutschen Beispiel gefolgt. Und man noch sieht besser. Genau. Und man sieht halt,
Man sieht da auch noch, also da sieht man ja auch noch, es gibt immer noch Unterschiede, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, die ja sehr wichtig dafür ist, um auch arbeiten zu gehen für beide Partner. Und wenn man eine Karte zeichnet mit, wie viele Kinder in ganztägig, Vorschulkinder ganztägig in einer Kinderbetreuung sind, dann sieht man noch sehr klar die Ost-West-Grenzen. Da ist noch was zu tun, da ist noch nicht zusammengewachsen. Genau. Ja, Sie haben ja... Ja, ein paar Stichworte aufgeschrieben, bis hin zum Sport. Gibt es eigentlich einen ostdeutschen Verein, der in der Bundesliga, erste Bundesliga spielt? Oh mein spielt? Gott, da fangen Sie, ja, Union, Berlin ist gerade aktuell. Ja. Oh, gut. Mit Fußball, da treffen Sie aber einen Punkt bei mir. Mobilität. aber zum Sport wollte ich noch was sagen. Ja. Das ist ganz interessant, was wir sehen. Also ich meine, die DDR war ja auch berühmt für ihre Athleten und ihre Hochleistungssportler. Aber auch und für Doping. Auch für Doping. Die Methoden, wie man da hingekommen ist, jetzt mal außen vor gelassen. Aber es wurde sehr viel in sportliche Förderung gesteckt. Aber was dabei runtergefallen ist, ist tatsächlich so ein bisschen der Breitensport. Also wenn man jetzt sieht, Sportvereinsmitglieder, sieht man in den ostdeutschen Ländern ist ungefähr jeder sechste Mitglied in einem Sportverein und in den westdeutschen jeder dritte. Also es ist sehr, sehr viel üblicher, Mitglied eines Sportvereins zu sein. Und dann wiederum Fußball ist das, was alle in Ost und West gleichermaßen, auch das, da sind wir auch vereint in der Liebe zum Fußball. Aber es gibt dann noch so Prägungen aus den Teilungszeiten, dass zum Beispiel Tennis ein Sport ist, der im Westen immer noch sehr viel häufiger gespielt wird. Ja, wo noch das immer gilt so als Bourgeois. Es gilt als Bourgeois. Man hatte Steffi Graf, man hatte Boris Becker, das hat auch aber der Menschen Osten auf den Tennis. Witt, die spielte zwar kein Tennis. Nee, sie lief Eislauf und Volleyball weit. Ist ein Sport, der wurde gefördert, staatlich gefördert war und bis heute spielen mehr Menschen in einem Volleyballverein in den ostdeutschen Ländern als im Westen. Ja, aber mit Tennis, das ist interessant, das fällt einem gar nicht so auf. Ich meine, einer der berühmtesten Tennisspieler kommt aus Russland inzwischen, also aus ostdeutschen Ländern, aber Frau Kerber ist Russlanddeutsche, aber aus der DDR oder aus der ehemaligen DDR, das stimmt, das fällt einem gar nicht so auf. Das wurde nie, Sportarten fielen aus der Förderung oder wurden gepusht und glaube auch im Hinblick auf, wo können wir international punkten, mit welchen Sportarten und da. Mediennutzung haben Sie noch untersucht. Gucken die Ostdeutschen mehr Fernsehen oder lesen mehr Zeitungen? Die Ostdeutschen gucken tatsächlich ein bisschen mehr fern. Also das ist erstaunlicherweise, was aber auch daran liegen kann, der demografische Hintergrund, die Bevölkerung ist schon sehr viel stärker gealtert und ältere Menschen haben mehr Zeit und gucken mehr fern und eine ältere Bevölkerung guckt deswegen auch im Schnitt mehr fern. Und wie ist es mit den Zeitungen? Wer liest mehr Zeitungen, West oder Ost? Das ist... Ich habe die Zahl gerade nicht, ich habe es gerade nicht ganz vor Kopf, aber ich glaube, das ist einigermaßen ausgeglichen. Die Ostdeutschen hören noch etwas mehr Radio, ist noch ein bisschen wichtiger, aber ungefähr hat sich das da auch. Und das liegt wahrscheinlich auch an der Demografie, dass die Ostdeutschen mehr Radio hören, weil sie mehr zu Hause sind, weil sie älter sind. Auch das, und schon, genau. Und schon so hat man viele... Ja, das kann man auch nicht so ausgleichen. Nee, man sagt, genau. So, das ist halt so, wie es ist. Und was mich noch interessiert, Einkommen haben wir gesagt, Beschäftigung und Konsum über Konsumverhalten. Was meinen Konsumverhalten. Sie damit? Also Konsumverhalten ist so, haben wir uns angeguckt, was... Kaufen die mehr Bier? Nee, also was gehört eigentlich zum Haushalt dazu? Ja. Also was, also ich meine, ein großer Wunsch, ich meine, die DDR war ein Land der Mangelwirtschaft. Ja. Vieles war... nicht ständig verfügbar, sieht man zum Beispiel bei Autos, wo man 15 Jahre drauf warten musste und als es dann auf einmal ging, glich sich quasi der Autobesitz Ost-West sehr schnell an und das ist auch mit anderen, so sage ich jetzt mal, Ausstattungsgegenstände. Also vieles, was zusammengehört, ist zusammengewachsen. Das Wort von Willy Brandt ist wahr geworden, eine Studie von Ihnen, Frau Susanne Dehner. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren vom Berliner Institut für Stadtentwicklung, für Bevölkerung und Entwicklung. Immer drehe ich es umdrehen. Ja, und wir haben gelernt,
es ist doch schon vieles, passt schon zusammen. Das ist schon sehr beruhigend, 30 Jahre nach der Einheit. Hätte mich auch sehr verwundert, wenn sie zu anderen Ergebnissen gekommen sind. Und das, was noch offen ist, ja, Rente und Einkommen, 14% niedriger als im Westen. Bei der Rente ist auch immer noch ein großes Loch. Mhm. Arbeiten Sie mal dran, die Politik auch. Und dann sehen wir uns zum 40. wieder. Ja. Dann sagen Sie, alles geklappt, Studio brauchen wir nicht mehr. Alles ist zusammengewachsen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Feiern Sie schön am Samstag, den 3. Oktober. Bei uns sehen Sie jeden Abend auf TV Berlin eine Geschichte mit einem Zeitzeugen aus der Zeit 89-90. Und bleiben Sie dran, bleiben Sie uns treu. Bis dann und tschüss.